Der dritte Akt, Kapitel 18, denke ich mal. Eine verdiente Pause. 25. Astralmond. Und das ist eine 16. Sehr schön. Das wird von vorhin 9 Kapitel auch mal wieder durchgeführt. Na dann, auf geht's in einen neuen Tag in der Taverne. Oha. Moin, moin. Schau mal, was hab ich dabei? Sieht mir wie ein seltenes Exemplar eines Archie aus. Ich bin ein Unikat. Ach nee, ihr zwei kennt euch. Ach sag, ich denn natürlich tut ihr das. Du kennst so ziemlich jeden Tür, sag mal. Natürlich kenn ich ihn, er ist eine kleine Berühmtheit hier in der Gegend. Oh, ich schätze, das bin ich. Hier. Er ist Senüvs berühmtester Autor. Er hat sogar einen Angriff durch eine Horde fürchterlicher Untoter überlebt. Auto? Ich schätze, ich bin ein Auto. Ja. Und ich dachte, ich könnte dich zur Abwechslung mal überraschen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich glaube, er hat mich auf der Straße gesehen. Dachte wohl, dass ich eine Menge zu vertellen habe. Also fragte er mich, ob er meine Biografie schreiben kann. Das ist eine ziemlich blumige Art, jemanden als zu nennen. Aber sie hat wirklich viele Geschichten zu erzählen. Archie, wie viele Themen für Manuskripte möchtest du noch sammeln, bevor du tatsächlich etwas zu Ende bringst? Fühle ich aber. Habt auch einiges schon. Habt auch gefühlt 5 Bücher schon angefangen und nicht weitergeschrieben. Es ist wichtig, viele Ideen zu sammeln, weißt du. Und das Leben ist die beste Quelle der Inspiration für jede Art von Kunst. Er ist Senüvs berühmtester Autor. Er hat sogar einen Angriff durch eine Horde fürchterlicher Untoter überlebt. Ideen aufschreiben macht so viel Spaß. Nicht nur von der magischen Geschichte unserer Detektive. Aber die Erinnerungen an Tim auf Papier zu bannen, hilft mir mit seinem Tod umzugehen. Ich kann sicherstellen, dass die Welt ihn nicht vergisst. Es freut mich zu sehen, dass es dir ein wenig besser geht. Wie kommt es, dass du jetzt eine Biografie schreiben lässt, Luna? Hab nicht wirklich einen Grund. Ich bin alt und hab eine Menge Zeug gesehen. Wäre doch schade, wenn das ganze Wissen verschütt geht. Sag mal. Es ist nicht so, als würde es jetzt gleich verschwinden, oder? Natürlich nicht. Ich verstehe schon. In letzter Zeit sind eine Menge schreckliche Sachen passiert. Ach, mach dir nicht Attempt. Willkommen schon, klar. Und es ist immer schön zu sehen, wie die meisten deine Freunde um so eine Zeit wieder zusammenfinden. Die meisten?
sowas passiert halt nicht. Völlig natürlich. Wenn du das sagst, wirst du Archie angemessen bezahlen? Was meinst du, warum wir hier sind? Ich bezahle ihn mit Drinks. Und ich könnte jetzt auch einen Schluck tragen. Schon verstanden. Irgendwas, wonach dir der Sinn steht, Archie? Gerne, das Übliche. Etwas, mit dem ich mich auf meine Schreien konzentrieren und mein Gehirn gegen diese ganzen Gedanken verteidigen kann. Kommt sofort. Ein Trink mit viel Verteidigung. Wahrscheinlich auch noch, vielleicht finden wir was mit Verteidigung und Hirn. Wahrscheinlich eher nicht. Wir haben den hier schon lange nicht, den hat nicht Verteidigung. Ich würde mal sagen, den hier, den haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Weiße Schokolade. Neun Punkt an die Magiertürme. Quests. Und Charakterinfos. Müssen wir uns am Ende mal durchlesen, denke ich. Das können wir irgendwas. Das können wir nicht. Nein. Könnte gehen, können wir hier noch ein bisschen Inspiration reinmachen. Dann haben wir hier schon das fertig, dann brauchen wir eigentlich noch komplett blauen Drink machen. Ah ne, es braucht hier noch ein bisschen grün braucht es noch. Weiße Schokolade. Ein Warndurchstreich nicht vergessen. Habe ich irgendwas auf den Augen oder ist das hier mit ein bisschen neblig hier auf dem Tisch? Tut mir fast ein bisschen so vor. Bitte sehr, etwas für die Konzentration. Ich spüre bereits, wie meine Fingerspitzen kribbeln. Freut mich, helfen zu können. Also, Una, was darf es heute sein? Am besten was, was mich stark und energetisch genug macht, um den Lütten hier mein ganzes Leben zu vertellen. Jo, das klingt doch gut. Alles klar, einen Moment, ich bin sofort wieder da. Etwas mit Stärke. Da bietet sich doch der hier an. Der Drink. Ja, das können wir sogar machen. Wir machen Haizahn rein. Oder was das für einer ist. Ein bisschen Charisma. Noch ein bisschen mehr, um das auszugleichen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Schild und Stärke. So, ein Matrosenmaß. Und extra Hast. Etwas flüssige Ausdauer für eine Frau in den besten Jahren. Mal sehen, ob du hältst, was du versprichst. Sag mal.
Oha. Archie, mein Junge, ich hoffe, du bist bereit für mindestens 600 Seiten. Das ist ein Banger. Hast aber schon zugesagt, nicht? Also hast du keine Wahl. Und nun, mein Junge, geht's mit dem Schreiben los. Danke für die Gastfreundschaft. Adios. Despert, ich werde dir eine Kopie meines Buches zukommen lassen. Signiert bitte. Natürlich. Sehr schön, bis bald, ihr zwei. Oha. Sie schon wieder. Wie habe ich sie nochmal gesprochen? Endlich sind wir wieder zurück. Willkommen zurück, Minty. Schön, dich zu sehen und sogar dein trockenes Gasthaus. Ich dachte, die Feuchtigkeit von so ziemlich Adam würde dir gefallen. Solange ich unter Wasser bin, vielleicht, aber Schlamm und Räder sind keine gute Kombination. An Land ziehe ich hartes Glatz Holz den triefenden Alternativen durchaus vor. Das ist so schlimm. Glaub mir, mir ging es genauso. Mach einfach mal einen kleinen Spaziergang in der Gegend. Dann machst du dir vielleicht eine Vorstellung von dem, was du in meinen Speichen klemmt oder zwischen Casket und Kanes Zähnen. Ich verzichte. Die Geschichten meiner Gäste sind viel unterhaltsamer. Apropos Geschichten, wie lief deine Perlenjagd? Ehrlich gesagt war sie nicht nur sonderlich spannend, aber bevor ich damit anfange, ich könnte einen Drink vertragen. Etwas, das meinen Verstand klärt, damit ich auf dem Rückweg nicht ständig abgelenkt werde. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und schauen wir mal, was mit viel Intelligenz. Das hätten wir hier. Ein Alpina Colada wäre auch was. Supernova Zeltas wäre auch. Ich nehme mal den Supernova Zeltas. Den haben wir lange nicht mehr gemacht. Und Charisma schadet auch nicht. Immer zu viel. So nämlich. Und ab damit. Auf endlose Inspiration. Genau, was ich gebraucht habe. Wenn ich nun endlos viel von diesem Trink hätte, während ich schreibe. Ich liefere leider nicht nach Hause. Tut mir schrecklich leid. Zu schade. Bitte sehr, der lang erwartete Intelligenzbooster. Ah, und ich dachte schon, ich müsste dich noch einmal nerven. Was für eine angenehme Überraschung. Die beste Art von Überraschung. Bitte sehr, ein komplett gegengelesenes Manuskript. Hoffe ich. Ich hoffe sehr, dass es komplett ist. Immerhin hast du eine Menge Zeit, nicht wahr? Genau. Eine Menge Zeit. Du solltest dir vielleicht Hände waschen. Die ganze rote Tinte macht noch deine Gläser dreckig. Oh, das
Ja, ich habe meine Rezepte überarbeitet die ganze Nacht für später. Verstehe. Ich muss sagen, diese Geschichte wieder in den Händen zu halten, fühlt sich gut an. Darf ich fragen, warum du sie gerade jetzt zurück wolltest? Ich habe mich entschieden, das Buch endlich zu veröffentlichen. Ich habe über etwas geschrieben, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich bin froh, diese Gedanken endlich mit der Welt teilen zu können. Minty, die Autorin. Klingt nett. Ich werde mich McKenzie Catherine Pitcher nennen. Ein netter Künstlername. Es war in der Zeit, dass ich mir endlich eine zulege, und zwar eine universalen. Prokrastination ist ein ganz eigenes Biest. Allerdings. Also, was die Perle angeht, oder Perlen? Schutzperlen. Wie gesagt, allzu viel ist nicht passiert. Ich habe mit der Banshee in der Lagune der Leere Tee getrunken und die Perlen mit ihr getauscht, in Dingen, die sie wollte. Vor allem ein signiertes Exemplar meines Buches. Schön für sie. Weißt du, ich frage mich ja schon, wenn ich darf, wofür brauchst du diese Perlen eigentlich? Ich weiß, dass du häufig nach ihnen suchst, aber ich wusste nie ganz warum. Ich bin sicher, du erinnerst dich an den Fluch, unter dem ich liege. Allerdings, die parasitischen Ringe, die deine Magie schmerzhaft erhöhen. Genau die. Das nimmt mein Körper ziemlich mit. Die Magie frisst mich regelrecht auf. Meine Organe, meine Sehnen. Ich spüre manchmal regelrecht, wie es mich von innen heraus auffrisst und meine Gesundheit und mein Leben zerstört. Diese Schutzperlen balancieren meine Mana aus und bringen es auf eine annehmbare Menge herunter. Das hilft gegen die Schmerzen. Also machst du aus den Perlen einen Drink? Schön zu sehen, dass das immer noch deine Lösung für alles ist. Aber ja, manchmal schön. Aber meistens male ich sie zu Tinte für meine Tattoos. Diese kleinen Schätzchen sind ausgesprochen vielseitig. Freut mich, dass du welche finden konntest. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, könnte ich auch welche haben. Sie würden sich sicher wunderbar in meinen Drinks machen. Nicht so schnell. Die meisten würden davon lediglich eine gefährliche Überdosis Mana abbekommen. Und ich will nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was deine Gäste damit so alles anstellen. Aber vielleicht kann ich dir etwas Ähnliches, Vitalisierendes anbieten, das nicht ganz so extrem ist. Hier. Ah, prekärer Kaffee. Ist das dein berühmtes Kaffeerezept? Nach all den Jahren vertraust du es mir endlich an? Es ist an der Zeit. Ich glaube, du kannst es jetzt brauen, ohne jemanden damit zu vergiften. Ich werde mein Bestes geben. Danke, Mindy. Vielleicht wird es dir ja auch helfen, den Versprechen zeitig einzuhalten. Wie auch immer, wir sollten wohl gehen. Tinte will gemacht werden. So ähnlich, ja.
Ich habe Casket und Kane versprochen, dass wir nach Tennisbällen suchen, die von der Flut geschont wurden. Bayer, könntet ihr vielleicht ein paar Moosbälle machen? Eine perfekte Ausrede, um mich mit ihr zu treffen. Ist sie in der Nähe? In letzter zum Glück häufiger. Es ist ein Wunder, dass sie noch vorbeikommt, nachdem du ihre Lieblingsmonarche exorziert hast. Wir waren jung und unerfahren. Sowas kommt vor. Und wir reden nicht darüber. Das bleibt unter uns. Das tut es. Es war schön, dich wieder gesehen zu haben. Ebenso. Viel Glück auf deine Reise und schick mir ein Exemplar von deinem Buch. Wenn du versprichst, es dieses Mal nicht zu vergessen. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß. Schon zweiter Tag. Ein literarischer Tag. Dritter Akt, die Zwielichtflut. Akt, I guess, 19. Was übrig bleibt. 27. Astralmond. Mal schauen, was der Würfel diesmal sagt. Oh, eine 2. Also müssen wir jetzt leider den Part an dieser Stelle wenden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nee, Spaß. Schaffen wir leider nicht, jetzt weiter zu spielen. Wenn ich eine 2 gewürfelt habe. Das ist ja da. Das wir einmal speichern. Und ja. Nee, wir spielen doch weiter. Weiter geht's. Oha. Katanage. Achievement. Yang. Alle Achievements dieses Spiels werde ich nicht hinkriegen, aber ein paar haben wir schon gesammelt. Vielleicht schaffe ich die Hälfte. Mal schauen, wie lange das noch geht und wie weit das hier wird. Willkommen zurück, Jade. Wie war deine Quest? War sie erfolgreich? Hab ich jemals versagt? Du siehst überraschend unmutig aus. Und hallo, Kumo. Kumo, wer ist das denn? Der Typ da neben dir. Lass mich raten, dein Name? Nein, keinen Namen. Ich hatte nie einen Namen. Ich weiß nicht einmal, was ein Name ist. Du erwartest, dass ich da jetzt mitspiele? Ich erwarte, dass du mir ein Drink machst. Dann können wir reden. Also gut, was darf es denn heute sein? Ich habe später noch was vor, aber Onyx ist ziemlich müde. Also gib mir was, womit ich mit meinem Tempo mithalten kann, wenn ich einen Schluck davon abgebe. Für Onyx doch immer. Ein Tempotrank. Wir haben Kaffee, der Stärke und Intelligenz fördert, aber nicht Tempo, nicht Geschwindigkeit. Weird. Kaffee, der Geschwindigkeit nicht nur ein bisschen unterstützt. Stärke und Intelligenz. Naja. Dann bleibt uns wohl nach wie vor nur dieser eine Drink hier als.
Der schnelle Schluck, das ist. Ich habe schon gelesen, in den Patch Notes, also dass die das, ich glaube, für September oder November irgendwie, dass die das geplant haben, den Begriff, dass die da ein bisschen mehr in die Tränke ein bisschen mehr ausgleichen kriegen wollen, weil ich habe schon gemerkt, so ein bisschen eher der schnelle Schluck, vor allem der wird hier sehr oft. Es ist halt so ein bisschen der einzige, der irgendwie der drei Geschwindigkeit hat. Also wenn jemand Geschwindigkeit will, müssen wir den hier machen. Da gibt es keine Alternative für. Kannst du wenig machen. So, können wir hier noch was. Können wir mal versuchen. Ja, das ist denkbar. Können wir noch eine Blut reinmixen. Ein bisschen mehr, ich glaube. Was ist das für ein Zeichen? Gesegnet. Noch ein bisschen Segen mitgeben. Ist hier schon für gesorgt. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Intelligenz am Boden. Und sehr viel Gehgeschwindigkeit. Ein schneller Stock mit Blüte. Ein Trink für Onyx und dich, aber vor allem für Onyx. Nicht schlecht. Es ist ein wenig besorgniserregend, wie gut du mich kennst. Stammkundin zu sein hat seine Vorteile. Also, Namen. Fangen wir mit der Geschichte an. Die magst du doch, oder? Schuldig im Sinne der Anklage. Ich verzichte auf die Details meiner Reise nach Burka. Auch wenn ich mir unterwegs noch ein wenig was dazu verdient habe. Alle möglichen Leute dachten, ich wäre genau die richtige Frau für ihre Sohn. Sie haben mir auch bei meiner Quest geholfen. Ein Händler aus den roten Dünen konnte mir die flüchtigen Eltern ziemlich genau beschreiben. Nachdem ich ihm mit seinem Streit mit einem blau-grünen Elefanten geholfen habe. Die Geschichte würde mir tatsächlich sehr interessieren. Nicht mein Problem. Ein wenig geschicktes Herumfragen hat mich dann schließlich zu dem Gasthaus geführt, wo sie übernachtet haben. Leider kann man die meisten Leute nicht einfach am helllichten Tag abmuxen. Bei Monstern danken die Leute dir danach. Aber bei vernunftbegabten Lebewesen muss man vorsichtiger sein. Also tat ich das, was wohl jeder in meiner Situation getan hätte. Ich gab mich als Fremdenführerin aus. Und das haben sie abgenommen. Tatsächlich, Iniko hatte recht. Deine Drinks sind wirklich gut für Betrügereien. Freut mich zu hören. Ich bot ihnen eine Tour zum Wattenmeer an. Und führte sie in eine Gegend, die von den echten Touristenführern aufgrund des unvorhersehbaren Tidenabs gemieden werden. Hab mir eine Geschichte aus den Rippen geschnitten, wie der Orden des Sternenlichts, der einst eine epische Schlacht geschlagen hat, bla bla. Und schließlich waren ihre Augen an irgendwelchen Seesternen geheftet, der durch den Stamm kroch. Die perfekte Gelegenheit, es schnell über die Bühne zu bringen. Natürlich würde ich sie nicht sofort töten. Sie mussten eine Chance bekommen zu fliehen. Aber zuerst musste ich ihnen Angst machen. Ich hob mein Speer, bereit einen Warnschlag auszuführen, als plötzlich ein schleifendes Geräusch hörte.
Ein Messer flog auf mich zu. Ich konnte es gerade noch rechtzeitig abwehren, worauf es am Boden zersprang. Wir drehten uns alle drehten und sahen ein vermummtes Echo, das nach einem weiteren Messer griff. Er trug eine Kapuze und war von Kopf bis Fuß mit Messern behangen. Die Luft selbst schien sich um ihn herum zu verdunkeln. Sah aus wie ein waschechtes Mitglied der Schattenschlechter. Ich habe bei ihm gelernt. Beeindruckend. Diese Nichtsnutze dachten, ich würde sie vor ihm schützen. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen, als ich ihnen sagte, sie ebenfalls hier war, um sie zu töten. Ich drehte mich um und sah, um den Warnschlag auszuführen, als ich plötzlich einen Ruf hörte. Halt! In so einer tiefen, rauen und unglaublich gezwungenen Stimme, die absolut verstellt und gezwungen klang, nach einem absoluten Idioten. Diese beiden Penner dachten wohl, dass wir uns darum streiten, wenn sie töten würde. Ihre Reaktion darauf war, dass sie versuchten, uns zu bestechen. Das habe ich ihnen schnell ausgeredet. Sie fragten mich, was ich wollte, wenn es weder Geld noch schöne Worte waren. Also drehte ich mich zu unserem kleinen Schattenstichter um und fragte, was er wollte. Aber er stand nur da und gab keinen Mucks von sich. Kann ich ihm keinen Vorwurf draus machen? Es gibt wenig Schlimmeres als die eigenen Eltern. Also hast du bei der Entscheidung geholfen? Nicht wirklich. Ich bin noch rüber zu ihm und habe ihm meinen Speer gegeben. Und sie sagte, die Wahl liegt bei dir. Entscheide dich. Es fühlte sich an, als würde sie mir etwas von ihrem Mut abgeben. Er ging auf sie zu mit meinem Speer in den Händen und nahm seine Kapuze ab. Er sah aus, als ich erspare dir die Details. Natürlich erkannten sie ihn sofort. Und dieser hatten tatsächlich die Dreistigkeit, überrascht zu tun. Überrascht kann man es auch nennen. Als sie sprachen, klang sie, als hätten sie mich für tot gehalten. Das hätte passieren können. Sie haben dich verlassen. Ich wollte etwas sagen. Irgendetwas. Sie anscheinend, sie beschimpfen, ihnen vorwerfen, was sie mir angetan hatten. Aber alles, was ich sagen konnte, war: Warum habt ihr mich verlassen? Sie schwiegen mich so lange an. Und hätten das vermutlich noch länger getan, wenn nicht auf einmal rasend schnell die Flut eingesetzt hätte. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Stimmt. Zum Glück war ich schnell, hab uns alle auf einmal auf einen Felsen gebracht, wo die Flut nicht hinkam. Wie lange wart ihr dort? Ein paar Stunden. So hatten wir Zeit zu reden. Und? Habt ihr geredet? Ja, eine Menge. Zum Beispiel, wusstest du, dass die primordiale Flut durch den Ausbruch des Feuerstuhls ausgelöst wurde? Der Feuerstuhl, das ist der größte Vulkan in Asteria, mitten in Leviathans Domäne? Genau der. Er brach wohl vor einiger Zeit aus und fiel dann in sich zusammen, was den gesamten Ozean mit Asche bedeckte und einen Tsunami auslöste. Das sollte eigentlich nicht passieren. Nein. Glaubst du, dass Magie im Spiel war? Vermutlich nicht. Was würde ein gewaltiger Tsunami irgendjemanden bringen?
Vielleicht wollte jemand, dass es hier nass wird. Vermutlich nicht. War Tsunamis und was sie auslöst, alles, worüber du mit deinen Eltern gesprochen hast? Nein. Wir haben vor allem darüber gesprochen, dass sie eines Tages einfach weg waren. Sie sagten, dass nicht ein Tag vergangen wäre, an dem sie das nicht bereut hätten. Und ich fragte, warum sie dann nicht zurückgekommen wären. Darauf hatten sie keine Antwort. Mutter sagte, sie wäre stolz auf meine Fähigkeiten im Messerwurf. Ich dachte nie, dass sie sich entschuldigen würden. Sie haben die volle Verantwortung übernommen, so grausam es auch war. Das hatte ich nicht erwartet. Sie wollten es wieder gut machen, Teil meines Lebens werden. Aber sie sagten auch, dass diese Entscheidung bei mir lag. Und was ich wollte. Und was möchtest du? Eine Familie. Ist das dumm? Nein. Nein, ist es nicht. Also hast du ihnen vergeben? Nein, noch nicht. Ich muss erst sehen, ob sie es wirklich bereuen. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Endlich sind sie Fremde für mich. Wer weiß, ob wir uns tatsächlich verstehen werden. Aber sie sagten, dass sie mich kennenlernen wollten. Und ich denke, dass das auch gerne möchte. Sie sind so anders. Es fühlt sich an, als wäre ich auf jemanden wütend, der nicht mehr existiert. Du darfst immer noch wütend sein, auch wenn sie sich geändert haben. Sie haben dir sehr wehgetan. Du musst weder vergeben noch vergessen. Es fühlt sich nur unfair an, als würde ich gestern etwas nachtragen. Aber ich will versuchen, ehrlich zu ihnen zu sein. Das schulde ich mir selber. Außerdem drohte Jade, damit ihnen die Köpfe abzuschneiden, wenn sie mir noch einmal wehtun sollten. Sie hätten keine Chance. Keine. Könnte ich jetzt auch einen Trink bekommen? Gerne. Lass uns handeln. Einverstanden. Ein Geheimnis. Nein. Ein Name. Ich vermute mal, dass Jade den Namen Kumo nicht erkannt hat, weil deine Eltern dich nicht so angesprochen haben. Richtig. Wie haben sie dich denn genannt? Dass ich... Ich geb dir meinen Namen. Gib dem armen Kerl nur endlich etwas zu trinken. Dein Vorname? Die sind Maida ziemlich wichtig, oder? Enorm wichtig. Sieh es als ein Geheimnis für den Handel an. Ich höre. Julissa. Ein wunderschöner Name. Schleimereien bringen bei mir nichts. Aber danke. Er ist definitiv besser als meiner. Er passt zu dir. Das tut er nicht. Wenn du meinst. Also nicht Julissa. Was hättest du gerne im Austausch von mir? Vielleicht etwas, mit dem ich meine Worte. Indem sich meine Worte nicht so anstellen. Falls ich noch mehr von diesem emotionalen Kram machen muss. Dafür habe ich definitiv etwas. Einen Charisma-Drink. Dann machen wir doch denselben wie immer. Den Schlägermeister.
Kommt hier Charisma rein. Sehr viel sogar. Und hier ein bisschen von Grünzeug. Keine Ahnung, wie das noch reinpassen soll. Da brauchen wir eine Zutat noch. Vielleicht ein bisschen. Ja, so kann es gehen. Schlägermeister. Sehr schön. Und dann raus damit. Bitte sehr, etwas flüssige Gefühlsdudelei.